Herzlich willkommen! In dieser Videoanleitung zeigen wir Ihnen die Verwendung des neuen Fingerabdruckscanners des Galaxy S5. Mit dem Fingerabdruckscanner können Sie am Gerät die Bildschirmsperre entriegeln oder Ihr Samsung-Benutzerpasswort bestätigen. Wählen Sie zunächst aus, welchen Finger Sie für den Galaxy S5 Fingerabdruckscanner verwenden möchten. Wir empfehlen den Daumen, Zeigefinger oder Mittelfinger. Der Finger muss trocken und sauber sein. Um den Fingerabdruckscanner zu öffnen, tippen Sie auf dem Hauptbildschirm auf Menü. Tippen Sie anschließend auf Einstellungen. Blättern Sie nach unten und tippen Sie auf Fingerscanner. Tippen Sie nun auf Fingerabdruck Manager. Tippen Sie im Fenster mit den Nutzungsbedingungen auf OK. Sie sehen nun mehrere Bilder dazu, wie Sie mit dem Finger über den Scanner wischen müssen. Wischen Sie mit Ihrem Finger über den Fingerabdruckscanner. Um einen Finger zu registrieren, müssen Sie ihn 8-mal über den Fingerabdruckscanner ziehen. Bei jedem erfolgreichen Versuch wird eine grüne Erfolgsanzeige eingeblendet. Wenn ein Versuch nicht erfolgreich war, wird der Grund angezeigt. Versuchen Sie es einfach erneut. Sobald die Wischbewegung 8-mal erfolgreich gespeichert wurde, müssen Sie ein Speicherpasswort eingeben. Dieses Passwort sollte mindestens 4 Zeichen enthalten, darunter mindestens einen Buchstaben. Tippen Sie dann auf Weiter. Geben Sie das Passwort erneut ein und tippen Sie dann auf OK. Tippen Sie auf OK, wenn mit Fingerabdruck Sperre aktivieren angezeigt wird. Tippen Sie anschließend auf Fingerabdruck und die Funktion wird aktiviert. Wenn die Bildschirmsperre an Ihrem Gerät aktiv ist, können Sie sie nun mit Ihrem Finger entriegeln. Wischen Sie dazu mit dem Finger einfach über den Fingerabdruckscanner. Wenn Sie mit dem Finger nicht richtig darüber gewischt haben, wird Ihnen dies angezeigt. Versuchen Sie es einfach erneut. Nach 5 Fehlversuchen werden Sie aufgefordert, das Speicherpasswort einzugeben, um das Gerät entriegeln zu können. Zum Löschen eines registrierten Fingerabdrucks tippen Sie auf Fingerabdruck Manager. Tippen Sie jetzt auf das Menüsymbol und dann auf Finger löschen. Wenn Sie einen anderen Fingerabdruck hinzufügen möchten, tippen Sie auf das Plus-Symbol. Auf Ihrem Galaxy S5 lassen sich bis zu 3 Fingerabdrücke registrieren. Tippen Sie nun auf den Fingerabdruck, den Sie löschen möchten. Tippen Sie dann auf das Mülleimer-Symbol und dann auf OK. Der Fingerabdruck wird nun gelöscht. Wenn Sie ein Samsung-Benutzerkonto auf Ihrem Gerät eingerichtet haben, können Sie die Benutzerdaten mit dem Fingerabdruck bestätigen. Tippen Sie dazu unter Fingerabdruckscanner auf Samsung-Benutzerkonto bestätigen und ziehen Sie das Auswahlsymbol nach rechts. Geben Sie das Passwort für Ihr Samsung-Benutzerkonto ein und tippen Sie auf Bestätigen. Die Funktion ist jetzt aktiviert. Wenn Sie ein PayPal-Konto haben, können Sie dies verlinken und den Fingerabdruckscanner als sichere Zugriffsvariante nutzen. Tippen Sie dazu unter Fingerabdruckscanner auf Mit PayPal bezahlen und folgen Sie den Anweisungen auf dem Display zum Installieren der Fido-Anwendung. Verlinken Sie dann Ihr PayPal-Konto. Bitte beachten Sie, hierfür wird eine Daten- oder WLAN-Verbindung benötigt. Beachten Sie bitte Folgendes, um die optimale Funktionsweise des Fingerabdruckscanners sicherzustellen. Entfernen Sie die Schutzfolie vom Bildschirm, um das Erkennen des Fingerabdrucks zu erleichtern. Der Bildschirmbereich für den Fingerabdruck und Ihre Finger müssen sauber sein. Ist der Bildschirmbereich für den Fingerabdruck verschmutzt, reinigen Sie ihn mit einem weichen Tuch. Waschen Sie Ihre Hände, wenn die Finger schmutzig, nass oder verschwitzt sind. Fingerabdrücke von Fingern mit Falten oder Narben werden vom Gerät möglicherweise nicht erkannt. Fingerabdrücke von kleinen oder dünnen Fingern werden vom Gerät möglicherweise nicht erkannt. Um das Erkennen der Fingerabdrücke zu erleichtern, sollten die Abdrücke von den Fingern registriert werden, mit denen das Gerät hauptsächlich bedient wird.
Wischen Sie mit dem Finger nicht zu schnell und nicht zu langsam über den Sensor. Bewegen Sie den Finger normal schnell, damit das Gerät den Fingerabdruck erkennen kann. Bitte beachten Sie folgende Hinweise, um eine Beschädigung des Geräts zu verhindern und die Wasser- und Staubfestigkeit zu erhalten. Halten Sie das Gerät trocken und tauchen Sie es nicht in Wasser ein. Wischen Sie das Gerät nach dem Kontakt mit Wasser vorsichtig trocken. Vermeiden Sie Wasserkontakt bei hohem Wasserdruck oder bei schnell laufendem Wasser, zum Beispiel im Meer oder unter der Dusche. Bringen Sie keine Schutzfolie auf dem Bildschirm an. Dies führt zu Funktionsstörungen der Sensorik. Die Abdeckungen an der Geräterückseite und der Buchsen müssen fest verschlossen sein. Andernfalls kann Wasser oder Staub eindringen. Nehmen Sie die Abdeckung an der Geräterückseite nicht mit nassen Händen ab oder wenn das Gerät nass ist. Jetzt wissen Sie, wie der neue Fingerabdruckscanner auf dem Galaxy S5 funktioniert.